Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Janetzen. Ich grüße euch herzlich zum neuen Manga Newsflash. Denn diese Woche gab es zwei Livestreams vom Ultraverse Verlag. Einerseits für ihr kommendes Shoujo und Boys Love Programm, leider kein Jose. Und auch ihr Shonen und Seinen Programm. Und zumaßen, ich hätte das Video gerne vorher produziert, aber meine Woche war voll, deswegen gibt es das erst jetzt an diesem Samstag. Und meine Meinung zum Programm im Vorfeld kann ich relativ simpel zusammenfassen mit diesem wunderschönen Shirt. Beinahe gut, aber hauptsächlich schlecht. Denn heilige Scheiße, Gott, Ultraverse traut sich echt gar nichts mehr. Absolut gar nichts mehr. Da wird so sehr auf Nummer sicher gegangen mit den Lizenzen. Natürlich muss man dazu sagen, falls das wird auch genug Käufer finden, klar, sonst wäre es halt kein Programm auf Nummer sicher. Da wird schon einiges sein, das wird sich verkaufen, da werden auch einige bestimmt Spaß dran haben. Ich persönlich finde es nur immer etwas kritisch, wenn Verlage zu sehr auf Nummer sicher gehen. Zum Vergleich, aktuell kündigt Manga Kult an. Und ja, Manga Kult einfach in diesem Programm. GTO Neuauflage, Yu Yu Hakusho zum ersten Mal in einer super duper Edition, die ich mir dann holen werde, weil ich habe die alte Viz-Ausgabe. Dann guckst du dir das Ultraverse-Programm an und denkst so, okay. Ich meine, klar, ein Manga Kult hat auch Titel, um auf Nummer sicher zu gehen, wie zum Beispiel Demon Slayer Comedy Spin-Off. Ja, klar, verkauft sich. Irgendein kurzer Vierbänder. Ja, klar, verkauft sich ein bisschen mehr Nihei. Ja, Nihei läuft gut auf Deutsch. Also, ja, relativ. Würde ich behaupten, Possums geht ja auch ein bisschen out of print. Also, ja, Nihei ist dann doch vielleicht eher tatsächlich Autorenpflege, was ich auch respektiere. Und dann, wie gesagt, hast du Ultraverse. Und erstmal begann es halt am Montag mit ihrem Livestream Flüche, Rache und eine Prise Amnesie. Und ja, es dreht sich halt von Dezember 2023 bis März 2024 das Programm. Also tatsächlich gar nicht mal so weit für in die Zukunft. Also Manga Kult kündigt ja jetzt gerade, heute kommt glaube ich dann die Lizenz für September oder so nächsten Jahres. Keine Ahnung. Und es fing dabei alles an mit gespielte Liebe. Oder doch nicht? 5 Euro, klar, bislang 3 Bände in Japan. Und von Emiko Nakano entführt uns halt in eine Welt wie aus Tausend einer Nacht, beschreiben sie es. Es dreht sich halt um Folgendes. Um ihrer verarmten Adelsfamilie zu helfen, beschließt Rachel, sich einen reichen Ehemann zu angeln. Ihr Auserwählter verharrt bietet alles, was man sich von einem Verlobten wünschen kann. Er kommt aus gutem Hause, hat politischen Einfluss und sieht außerdem fantastisch aus. Nur leider ist Rachel alles andere als geschickt im Umgang mit Männern. Wenig überzeugt versucht sie, Fahad zu betören und der sagt überraschend ja zu einer Verlobung. Wird Rachel nun etwa selbst um den Finger gewickelt? Das Ding startet ab... steht hier nicht. Doch, hier, Dezember. Bin ich absolut kein Fan von. Also, keine Ahnung, das ist halt... Das ist allgemein ein Problem, was ich gerade im Shoujo-Segment und Boys Love-Segment von diesen Lizenz wieder hatte. Es werden, finde ich, keine gesunden Beziehungen abgebildet, was natürlich, keine Frage, auch erlaubt ist. Versteht mich nicht falsch, nur eben die Zielgruppe ist für mich immer noch mal das Problem. Ungesunde, toxische Beziehung, das kannst du Erwachsenen in der Regel ohne Probleme geben. Wobei, ja, in der heutigen Zeit schaffen es auch Erwachsene teilweise nicht von Fiktion und Realität zu unterscheiden und finden toxische Beziehungen auch so super duper cool. Aber ne, ey, die will einfach nur einen heißen Typen, weil der hat halt dann auch Geld und ähnliches. Boah, ich weiß nicht. Ich meine, vom Setting her ist es mal was anderes. Das muss man zugute halten. Aber dann auch hier das Artwork. Cups hatte es, glaube ich, das Cover im Livestream irgendwie als leicht erotisch bezeichnet, auch wenn es gar nicht in diese Richtung geht, wo ich mir damals schon gedacht habe. Sehen wir gerade dasselbe Cover? Also, ihr seht es halt hier, ne? Wo ist hier was Erotisches? Vor allem, heilige Scheiße, wie dünn ist die bitte, sehe ich hier gerade.
Also, ja. Ist jetzt eher nicht so meins. Dann etwas, da dürften sich der ein oder andere durchaus freuen, da wir hierzu auch schon die Light Novel bekommen werden, allerdings nicht bei Altrovis. Und zwar dreht sich alles als nächstes: Aus der Zaubergilde verstoßen, mein Neuanfang als königliche Hofmagierin. Ab, ja, Januar, genau. Die Reihe stammt von Shusui Hazuki Nikömi. Nikömi, schau mal, und Yasuyuki Torikai, bislang 2 Bände in Japan. 5 Euro Einstiegspreis, Shoujo-Star, ihr wisst, wie es läuft. Und ja, es dreht sich halt um Folgendes: Gefeuert, weil ihre Fähigkeiten angeblich zu schwach sind, wurde Magierin Noelle aus der Zaubergilde ausgeschlossen. Nun kann sie eine Karriere im magischen Bereich vergessen. Zum Glück taucht ihr alter Schulfreund Luke auf und bietet ihr eine Chance, die sie sich nie hätte träumen lassen. Ein Job als königliche Hofmagierin. Von einem Tag auf den anderen darf sich Noelle mit den größten Magiern des Königreichs messen. Doch nicht nur das lässt ihr Herz höher schlagen. Auch in Lukes Nähe fühlt sie plötzlich ein magisches Prickeln. Ja, also das Ding basiert halt auf einer Light Novel-Reihe, die beim Dokiko Verlag angekündigt ist. Da erscheint sie auch in einer Special Edition im Hardcover, wo dann jeder Band aussieht wie ein Magiebuch. Ziemlich cool gemacht. Ich finde das, ja, klingt für mich wie Einheitsbrei. Ich weiß, dass der Max von Dokiko die Light Novel richtig dolle findet. Mich haut es jetzt nicht um und auch hier als Manga eher nicht so. Vor allem hatte ich im Livestream bei einer Illustration mir echt nur gedacht, also ich blende es euch hier mal ein. Holy fuck, das sieht für mich aus wie von einer KI gezeichnet. Ich will der Künstlerin nichts unterstellen, aber das gab mir übelst die KI-Vibes, so von Color, vom Shading und allem drum und dran. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch seht, was ich meine. Und ja, gut, das ist noch so am ehesten okay. Das ist nichts Toxisches, Ungesundes oder sonst. Es ist sehr, ja, normal halt. Und meins ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, das könnte wahrscheinlich so der Shoujo aus diesem Programm, den ich am ehesten, wenn, empfehlen würde. Dann als nächstes mal wieder ein Manga, wo ich mir nur dachte, was stimmt mit euch nicht, Altrabös? Denn als nächstes haben wir den Titel für Februar mit dem mit Abstand längsten Namen im deutschen Raum. Und zwar, jetzt haltet euch fest. Ich täuschte Amnesie vor, um meinen Verlobten loszuwerden. Da behauptet er, vor deinem Gedächtnisverlust warst du in mich verliebt. Von Kotoko Isora Amaichi und Yone. Basiert halt, glaube ich, auch auf einer Light Novel. Okay. Und ja, ist noch relativ neu in Japan. Ich glaube, dementsprechend ein Band, genau. 5 Euro Einsteigerpreis und es dreht sich halt folgendes: Viola, die Tochter eines Viscounts, ist mit Philip Lawrence, dem charmanten Erben eines Herzogs, verlobt. Von großer Liebe kann jedoch nicht die Rede sein, da sich die beiden nicht viel zu sagen haben. Als Viola in einen Unfall verwickelt wird, sieht sie ihre Chance, die Verlobung zu lösen. Sie behauptet, kurz an Amnesie zu leiden. Doch zu ihrer Verwunderung hält Philipp an ihrem Versprechen fest. Er behauptet sogar, dass sie ein unzertrennliches Liebespaar gewesen wäre. Viola ist schockiert. Aber warum schlägt ihr Herz schneller bei Philipps Worten? Auch das. Weißt du, vorher konnten die sich nicht leiden. Jetzt auf einmal dann so, oh, er mag mich ja scheinbar doch. Und dann Duki Duki. Nein! Auch hier, das ist so der zweite Titel, wo ich mir gedacht habe, das klingt nicht nach einer gesunden Beziehung. Und nein, einfach nur nein und vor allem der Titel. Also, ich weiß, man hat hier einfach den japanischen Titel übersetzt. Das Ding basiert auf einer Light Novel. In Japan gab es lange Zeit diesen Trend, Light Novel-Titel lange zu machen. Ja, ich muss allerdings jetzt auch mal kurz den Akku wechseln. Ja, wo war ich hingegen? Ach ja, der Titel. In Japan gab es lange Zeit halt einen Trend, Light Novel-Titel super lang zu machen, einfach damit man gar nicht erst eine Klappenbeschreibung
brauchte, sondern der Titel einfach alles schon verraten hat. Das ist ein Trend, der gefühlt lange Zeit anhielt. Meinem persönlichen Wahrnehmen nach hat sich das allerdings auch wieder ein bisschen zurückentwickelt, zum Glück. Und den Titel haben sie halt jetzt einfach eins zu eins übersetzt. Und ich denke mir so, warum? Warum muss man dann auch einen so ätzend langen Titel im Deutschen machen? Weil Thomas, im Japanischen geht es halt sogar noch relativ gut auf dem Cover. Wahrscheinlich eben dadurch, dass man mit Schriftzeichen deutlich kürzer Sachen fassen kann als mit unserem Alphabet. Ja. Und vor allem, wie soll das dann in Zukunft bitte aussehen, wenn Leute über diesen Titel reden? Man wird anfangen, den irgendwie abzukürzen, ihm irgendwie einen Spitznamen zu geben. Keine Ahnung, irgendwie der Amnesie-Shoujo oder was weiß ich. Ja, das ist, man hätte es halt einfach sagen können, ja, keine Ahnung, vorgetäuschte Amnesie, entkomme ich dieser Partnerschaft. Irgendwie so was. Aber halt nicht das so unfassbar lang. Ich könnte es zum Beispiel auf diesem Kanal nicht besprechen, weil ich es nicht in den Titel bekommen würde. Vor allem, wie wird das auf dem Buchrücken aussehen? Das Ding wird ja wahrscheinlich eine normale Dicke vom Band haben. Willst du das Ganze an so mini haben? Also, beim besten Willen, was ich Alter, was hierbei gedacht hat, das so im Original zu lassen, aber dann zum Beispiel ein Du riechst so gut nicht im Original zu lassen, was im Original halt Sweat and Soap dann so gesehen hieß. Das auf Deutsch dann Schweiß und Seife. Das, ja, ich halte davon nichts. Und wie gesagt, die Beziehung, dass der Typ dann sagt, nee, du standest halt eigentlich vorher auf mich und dann sie scheinbar doch Gefallen an ihm findet. Was? Warum? Dann dürfen sich Fans im Februar auch über das Artbook zum Anime-Hit Meine ganz besondere Hochzeit freuen. Wäre auch selten dämlich gewesen, wenn sie sich das hätten entgehen lassen. März 8 Illustrationen, neue Side Story, 28 Euro, ich glaube, ja, Hardcover. Und der Manga geht halt übelst durch die Decke seit dem Anime. Ich glaube sogar, die Collectors Edition wäre nachgedruckt. Wenn ich auf Amazon schaue, steht da nämlich dann Second Edition. Für die Leute, die es vielleicht einen der Collectors Edition in letzter Zeit gekauft haben, könnt ihr mir mal sagen, welche Auflage das ist. Würde mich gerade mal interessieren. Und dazu gibt es halt eine geile neue Side Story für halt 28 Euro. Das werde ich mir auf jeden Fall holen, weil ich das Artwork auch im Manga sehr, sehr schön finde. Ab März gibt es die neue deutsche Eigenproduktion. Der Fluch des purpurnen Rauches von Rakami. Eine neue Reihe, Band 1, Einstiegerpreis von 5 Euro. Es wird auch eine edle Collectors Edition, 25 Euro, weil Ultraverse Collectors Edition, ja geil! Und es dreht sich halt um Folgendes. Eigentlich denken alle, Irin hat alles im Griff, aber sie hat eigentlich keine Ahnung, was sie mit ihrem weiteren Leben anfangen soll. Um zu prüfen, ob nicht auch Sterben eine Option sein könnte, stürzt sie sich von einer Klippe. Aber sie überlebt und wird von einem geheimnisvollen Mann am Strand aufgelesen, der sie in sein Haus bringt. Dort kommt Irin schon bald nicht nur dessen Besitzer recht ungewöhnlich vor, der sich als Hexenmeister zu erkennen gibt. Auch sonst wird das Haus von seltsamen Wesen bewohnt. Neben einer Alraune sind es vor allem die vielen kleinen Monster, die das Haus bevölkern, von denen Irin fasziniert ist. Und dann ist da auch noch dieser purpurne Rauch. Ich muss sagen, als ich die erste Illustration damals gesehen habe, weil diese Lizenz war halt schon bekannt, durch die Konichi, also Lizenz, diese deutsche Eigenproduktion, war ich erst so mal, dann sehe ich jetzt das Cover und denke mir so, das Cover sieht gar nicht mal verkehrt aus, es klingt auch vom Plot her mal etwas anders. Innen drin muss ich dann wiederum sagen, ich bin nicht der größte Rakami-Fan, vom Artstil zumindest her. Allerdings würde ich hier vielleicht trotzdem mal reinschauen. Das Einzige, was ich mir hier wieder gedacht habe, ist, Ultraverse hat mehr oder weniger direkt ohne Ende Merchandise und allen drum und dran angekündigt. Na klar, erstens die Collectors Edition, dann haben sie, glaube ich, aber auch zu diesen super duper süß aussehenden purpurnen Monstern Plüsch was, glaube ich, angekündigt und was nicht noch alles. Das war mir ein wenig
ich will nicht sagen unsympathisch. Natürlich freue ich mich einerseits über Erfolg von deutschen Eigenproduktionen, aber bei einem Titel, wo noch gar nichts bekannt ist, direkt von Anfang zu sagen, ja, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Ich finde, man hat zu sehr wirklich dieses Wirtschaftliche in dieser Vorstellung rausgehört, dass man da halt sich richtig viel Geld erhofft. Ja. Das finde ich persönlich nicht sympathisch. Also, wie gesagt, also die Monster zur Massen, ich weiß jetzt gar nicht, warum die als super duper süß wahrgenommen werden. Ich fand sie sahen okay aus. Das Werk an sich klingt auch eigentlich interessant genug, dass ich da reinschauen werde, aber so dieses es ist mir too much, was auf einen Schlag da angekündigt wurde. Ich finde, man hätte erstmal den ersten Band raushauen sollen und danach sagen können, boah, ja, es war so ein Riesenerfolg, wir haben uns jetzt hier was Geiles überlegt. Und das ist halt insofern einfach auch, es hat einen faden Beigeschmack, wenn man eben bedenkt, dass das Programm in meinen Augen keinerlei Risiko eingeht. Man durchdenkt alles 100-mal und kalkuliert wirklich, es wirkt zu durchkalkuliert. Ja, das beschreibt es ganz gut. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir leider Gottes beim besten Willen nicht. Wie gesagt, im Werk, das kann nichts dafür. Das ist halt Altravers Entscheidung. Ich werde da, wie gesagt, da werde ich mal reinlesen. Ich finde das erste Cover nämlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Vielleicht schafft es Rakami mich dann doch abzuholen. Aber jetzt so eher nein. Dann als nächstes kommen wir zum Boys Love. Ab Februar 2024 startet der heiße Manhwa Webtoon Shotline. 16 Euro Vollfarbe bislang in Korea, zwei Bände und Street Shot am folgenden. Shingun repariert auf den Straßen illegal Autos, doch Kunden sind rar und er kommt kaum noch über die Runden. Als eines Tages der Wagen eines reichen blonden Mannes vor seinen Augen eine Panne hat, nutzt Shingun die Chance und demonstriert ihm, wie gut er sein Handwerk beherrscht. Dabei sabotiert er den Wagen jedoch so, dass dessen Besitzer wiederkommen muss. Erst später erkennt er, wer sein unfreiwilliger Kunde war, der berüchtigte Gangster Jake. Diese bietet ihm einen gut bezahlten Werkstattjob an, aber nur, wenn er ihm auch anderweitige Dienste erweist. Oh, Boys Love halt. Ja, kein Freund von, absolut kein Freund von. Ich finde die Charaktere sahen potthässlich aus, der Plot ist auch hier wieder, naja. Ihr könnt es halt argumentieren, gut, das ist ein Titel ab 18 plus, aber auch diese Arten Webtoon werden vor allem auch von Minderjährigen dann gelesen. Dafür kann dann aber Altruis nichts, aber nee. Spricht mich leider absolut nicht an. Was mich hingegen auf jeden Fall anspricht, ist eine deutsche Eigenproduktion und zwar Teddy Boys Love von Marcel Hugi Hugenschütt und Natalia Schiller. Dieser Titel erschien ursprünglich im Self-Publishing meines Wissens nach, wird nun allerdings in der Ultraverse-Fassung erweitert. Das ist auch, muss ich sagen, wird, ja, das ist gut. Bislang sind halt drei Bände geplant. Es ist halt eine Parodie. Für 12 Euro im Großformat erhält zum Start eine Collectors-Edition mit 30 mit Acrylaufstellung und weiteren tollen Extras. Und dreht sich halt um Folgendes. Teddy ist ein verwunschener Stoffbär, der mit Hilfe eines Engels 69 Menschen helfen muss, um seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt zu bekommen, die wahre Liebe zu finden. Teddy nimmt seine Mission wörtlich und arbeitet mit vollem Körpereinsatz. Zum Glück holt ihn sein himmlischer Partner Levaniel stets auf den Boden der Tatsachen zurück. Nebenbei müssen die beiden auch noch die drohende Apokalypse verhindern. Ja, das ist herrlich bescheuert. Es klingt so dumm, so stumpf. Geil! Ich habe tatsächlich auch von vielen gehört, dass Hugi einen sehr guten Humor hat. Ich habe von ihm noch nie was gelesen, bin ich ehrlich. Ich finde, das Artwork sieht auch ziemlich gut aus. Da sage ich ganz ehrlich, ja, Altravis, da habt ihr euch eine schöne deutsche Eigenproduktion. Drei Bände ist auch nicht allzu lang, es ist eine Parodie, das könnte richtig schön werden. Das ist so aus dem Shoujo Boys Love Segment die eine Sache, auf die ich mich freue. Und dann haben sie halt noch den Boys Love Webtoon Payback ab März. Webtoon-Adaption des Romans von Samk und verzeichnet von Fujo King. Umgesetzt bislang in Korea, zwei Bände, 16 Euro und dreht sich um Folgendes. Durch einen Zufall erfährt Ex-Geldeintreiber Johann, dass sein früherer Lover
eine Mitschuld am Tod seines Bruders trägt. Da sein Ex inzwischen ein erfolgreicher Schauspieler ist, beschließt Johann auch Rache, dessen Karriere zu zerstören. Dazu muss er ebenfalls ein Star werden. Doch die Unterhaltungsbranche ist ein Haifischbecken. Auf seinem Weg an die Spitze trifft Johann auf den mysteriösen Jay, der ihm seine Hilfe anbietet. Allerdings scheint Jay seine eigenen dunklen Ziele zu verfolgen. Ja. Das ist halt so typisch Boys Love Webtoon aus Korea. Haut mich leider nicht um. Kommen wir nun aber eben zu der Sparte, wo ich ja tendenziell eher angesprochen werden sollte, und zwar dem guten alten Shonen und Seinen Segment. Ja. Da haben wir als erstes ab Januar 2024 konkurrenzlose Weise mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer 1 einer anderen Welt. Der neue Hit aus der Feder von Shinko Shoto, das ist der Autor hinter der Stärkste mit dem Mal der Schwäche, den ich euch vor kurzem vorgestellt habe, und eben mein Isekai-Leben, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. In Japan bislang 8 Bände erschienen, Band 1. Im kleinen Format für 8 Euro und es dreht sich um Folgendes. Der Gamer Eld stirbt an einer unheilbaren Krankheit, aber das ist nicht sein Ende. Er wird in einer anderen Welt wiedergeboren, die der eines VR-MMO-Spiels aus seinem vorherigen Leben verdammt ähnelt. Einen großen Unterschied gibt es allerdings. Die Bevölkerung der neuen Welt besitzt nur ein sehr begrenztes Wissen über Magie und Fähigkeiten. Eld nimmt sich vor, sein Gaming-Wissen zu seinem Vorteil zu nutzen und so zum mächtigsten Weisen aufzusteigen. Es ist ein Isekai aus der Feder von dem Typen, der Isekai-Sachen ohne Ende macht. Ich bin ja ehrlich, ich fand der Stärkste mit dem Mal der Schwächen auch mit dem Isekai-Leben erstmal nicht schlecht. Das Problem ist, es ist sehr, sehr basic. Für meinen persönlichen Geschmack waren die Werke, die ich gelesen habe, auch zu basic. Und wenn ich mir dann eben vorstelle, okay, 8 Euro pro Band, da weiß ich nicht. Ich meine, ich stehe auf Fantasy, ich stehe sogar auch auf Isekai von Zeit zu Zeit. Da gibt es ein paar schöne Sachen, auf die ich auch ein Auge geworfen habe. Und trotzdem, finde ich, haben seine Werke nicht genug Eigenheiten, auch wenn man sich sehr am Klassischen hält. Also ich sage mal, ja, das, also dafür 8 Euro zahlen, ja super, da habt ihr den Spaß eures Lebens. Zum Vergleich, beim Eggman Verlag, ich kämpfte 10 Jahre zwischen den Visionen und kehrte als Legende zurück, oder auch Demon King of God Killing. Das ist auch von einem Autor, der sich eben auf so Fantasy-Sachen spezialisiert hat, also Esungingitune. Ich habe wahrscheinlich gerade irgendeinen Teufel beschwört, wird sogar zu dem Werk hier passen. Die sind auch sehr, sehr basic. Und trotzdem haben die, finde ich, noch eher immer was Eigenes, dass man sagt, ja, die Werke machen halt einfach Spaß. Und ich finde leider Gottes die Werke von diesem Autor hier jetzt, also von Shinko Shoto, haben nicht genug Eigenheiten, dass ich sagen würde, ja, da lohnt sich das Geld. Ihr kriegt halt einfach Besseres aus diesem Sektor im deutschen Raum. Also ich werde halt einfach nicht warm mit diesem Werk. Also mein Isekai-Leben hätte ich sogar noch am ehesten weitergesammelt, aber halt nicht für 8 Euro. Dann als nächstes den Webtoon aus der Hitschmiede Reverse, und zwar Second Life Ranker, eine Rachegeschichte, die spannender nicht sein könnte. Erst die weltweit erste Buchausgabe im Großformat für 16 Euro. Dreht sich um Folgendes. Jeon Woos Zwillingsbruder verschwindet eines Tages, um dann tot aufgefunden zu werden. Er hinterlässt seinem Bruder eine Taschenuhr, die jedoch weit mehr tut, als nur die Uhrzeit anzuzeigen. Denn sie diente seinem Bruder auch als eine Art Tagebuch. Durch sie erfährt Jeon Woos, dass sein Bruder in einer anderen Welt versucht hat, einen Turm zu erklimmen, um an einen Heiltrank für ihre Mutter zu gelangen. Dabei wurde er jedoch von einem seiner Kameraden betrogen. Jeon Woos schwört, nicht nur die Mission seines Bruders fortzusetzen, sondern auch dessen Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Klingt erstmal basic. Ich habe allerdings von vielen halt auch hier gehört, der soll gut sein. Der soll tatsächlich richtig gut sein. Ich habe nur zwei Probleme. Zum einen wurde mir gesagt, dass die dazugehörige Novel, auf die Second Life Ranker basiert, derzeit 32
Bände. Also das Ding hat halt 32 Bände. Das heißt, die Webtoon-Fassung wird scheiße lang werden. Wenn sie alles adaptiert natürlich. Das ist nochmal die andere Frage. Da denke ich mir dann auch so, oh Gott, bei 16 Euro pro Band. Weiß ja nicht, ob du dann eben so eine physische Webtoon-Fassung brauchst. Das zweite Problem, was ich halt habe, ist nach wie vor, wo bleibt Omniscient Readers Viewpoint? Es gibt im Webtoon-Bereich einen Manhwa halt, der steht aktuell immer ganz weit oben. Und das ist Omniscient Readers Viewpoint. Ich habe auch schon oft genug gesagt, das Ding wird das nächste Solo Leveling. Ich finde es sogar deutlich besser nochmal als Solo Leveling. Und ich bin mir ziemlich sicher, Altravers sollte den eigentlich auch auf dem Schirm haben, weil der auch in den Toplisten immer ganz weit oben ist, auch von den Klicks auf Webtoon und ähnlichen oder Favorisierung oder wie auch immer das Konzept da nochmal funktioniert. Warum also nicht Omniscient Readers Viewpoint? Ich hoffe sehr, dass vielleicht ein Papertoons in sich dann gekrallt hat, dass sie eben da würde ich auch sagen, ganz echt, selbst wenn ihr 20 Euro pro Band zahlen müsstet, das wäre es wert. Es ist ein richtig, 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 richtig geiler Webtoon. Aber ja gut, das ist einfach nur dann persönlich. Wie gesagt, ich halte jetzt erstmal nicht unbedingt was Schlechtes von Second Life Ranker. Ich mache mir halt in erster Linie Sorgen wegen der Länge. Dann als nächstes haben sie Go Go Loser Ranger. 8 Euro pro Band, Großformat, ist bekannt, da es vom Autor hinter The Quintessential Quintuplets ist. Sprich von Negi Haruba, auch diese Lizenz war auf der Konichi schon angekündigt worden, zusammen mit Shotline und eben dieser deutschen Eigenproduktion. Und es geht halt um Folgendes. Als vor 13 Jahren plötzlich die Armee des Bösen in ihrem fliegenden Schloss über Tokio schwebte, glaubte die Menschheit, dass ihr Ende nahe war. Zu ihrem Glück erhoben sich just in dieser Zeit die Divine Dragon Rangers und beschützten seitdem die Menschen im Namen der Gerechtigkeit. Oder so lautet zumindest die offizielle Geschichte, denn in Wahrheit wurde die Armee des Bösen innerhalb eines Jahres von den Rangern unterworfen. Die Überreste der Invasoren sind unter der Kontrolle der Helden zu namenlosen Schaustellern verkommen, die sich in regelmäßigen Abständen zur Unterhaltung der Öffentlichkeit von den Rangern erniedrigen lassen müssen, um nicht getötet zu werden. Ein Mitglied der Armee des Bösen hat jedoch genug und entscheidet sich, den Rangern ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Das ist an sich eine gute Lizenz. Negi Haruba ist ich kam mit seinem Stil in Quintessential Quintuplets jetzt erstmal nicht klar. Ich finde auch diesen Manga jetzt nicht so ansprechend für mich, weil ich bin auch nicht der größte Sentai-Typ. Ich meine, ich habe Kamen Rider, die Manga-Fassung hier. Ich möchte mir auch noch Himitsu Sentai Goringa holen vom Egmont Verlag, weil ich da neu bin. Allerdings, ich brauche nicht unbedingt so diese super-duper langen Reihen. Das Artwork ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Keine Frage. Meins ist es, aber meines. Ich habe da auch schon mal reingelesen, natürlich, Lücker. Und dementsprechend. Leider. Einfach nein. Ist nicht meins. Das ist, würde ich aber sagen, so rein qualitativ eine der Highlight-Lizenzen auf jeden Fall. Dann gibt es allerdings ab März dann noch die Lizenz Ripper. Und zwar stammt Ripper dabei vom französischen Mangaka Geronimo Sejudo. Ich habe wahrscheinlich auch hier gerade irgendwer eben seine Mutter beleidigt, weil meine Aussprache ist eine Katastrophe. Der Manga erfreut sich in Frankreich bereits großer Beliebtheit. Bislang sind 3 Bände erschienen. Der hatte glaube ich Platz 3 beim irgendeinem Osamu Tezuka Award. Das steht halt um Folgendes. Nach einer schrecklichen Katastrophe ist die Erde für Menschen so gut wie nicht mehr bewohnbar. Als wäre das nicht schon schlimm genug, wird sie auch noch von bösartigen Kreaturen beherrscht. Die letzten Überreste der Menschheit haben sich in einem Turm verschanzt. Doch um weiterhin überleben zu können, müssen sie ein neues Zuhause finden. Um dieses Ziel zu erreichen, schicken sie eine spezielle, ausgebildete Gruppe Freiwilliger namens Ripper los. Doch anstatt eines neuen Edens finden die Ripper einen Jungen namens Junk, dem zu ihrer Überraschung das feindliche Klima der Erde nichts anzuhaben scheint. Und ja, sehr basic, soll halt auch eher so dieses klassische Shonen Jump Flair haben. Den werde ich reinlesen, auf jeden Fall. Den finde ich noch am ehesten ansprechend. Ich mag ja so basic Shonen Jump-esque Manga, wenn sie spaßig umgesetzt sind. Dazu bin ich nach wie vor der Ansicht, dass die Franzosen am ehesten dem Manga nahe kommen.
Dementsprechend erwarte ich hier eben durchaus eine gewisse Qualität. Aber halt, so der Rest, das ist halt, wie gesagt, mein Problem. Es ist beinahe gut, aber hauptsächlich eben schlecht. Es sind vereinzelt Titel bei, wo ich sagen würde, hey, die klingen jetzt einfach erstmal nicht schlecht. Zumindest im Shonen Seinen Segment, beim Boys Love Segment, wie gesagt, hier diese deutsche Eigenproduktion. Okay, gut. Und das von Rakami klingt jetzt auch erstmal nicht verkehrt. Aber es fehlt für mich an Wucht dahinter. Es wirkt durchkalkuliert. Es wirkt, als gäbe es da keine Herzensprojekte. Und wenn du halt bei einem Verlag zu sehr das Geld dahinter siehst, oder wenn du einfach spürst, was sie sich wie wo gedacht haben, hat es für mich keinen guten Beigeschmack. Und ich bin halt ehrlich, da sind Titel bei, da werde ich reinlesen oder da würde ich vielleicht mal reinlesen. Aber es gibt wirklich absolut keinen einzigen Titel, wo ich Hype drauf bin. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, das ist schwer, das sowas zu schaffen, weil ihr seht meine Sammlung. Ich bin jemand, ich lese jedes Genre. Jegliche Zielgruppe ist mir recht. Hauptsache, es hat irgendwas Interessantes. Und dann eben sowas zu bekommen. Wie gesagt, am ehesten noch hier dieses Teddybär-Gedöns. Dann sag ich noch, okay, hey, ja. Aber auch da, es ist halt jetzt nicht so, dass ich diesen Monat nicht mehr abwarten kann. Weil, zum Vergleich, Manga-Kult. Ich kann GTO nicht mehr abwarten. Ich kann freaking Yu Yu Hakusho nicht mehr abwarten. Da sind so viele geile Sachen bei, wo ich wirklich denke, boah, ich kann es kaum abwarten. Aber auch in einem Eggman wird wahrscheinlich das eine oder andere haben. Hayabusa mit Slam Dunk. Wo Altra, was er glaube ich auch in einem Video mal gesagt hatte, in einem Livestream von einem anderen Influencer, dass sie ja an sich Interesse gehabt hätten an Vagabond und Slam Dunk, allerdings dann nur, wenn sie alles von Inoue hätten bringen können. Und dadurch, dass Slam Dunk eben nun bei Hayabusa gelandet ist, wären sie raus, wo ich zumaßen, ich hatte da überlegt, ein Video zu machen, weiß nicht, vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber ich habe zu aktuell nicht die Zeit, da genau zu recherchieren. Ich sag nur so viel, ich fand das Argument einfach Bullshit. Nur so am Rande, das klang eher so nach dem Motto, oh hey, jetzt haben wir noch eine andere Begründung, warum man es gegebenenfalls nicht bringen will. Denn Jahre zuvor, über Jahre hinweg, hat jeder Verlag immer gesagt, nee, Vagabond, das ist ein zu großes Risiko. Das Ding ist abgebrochen in Japan. Das wollen wir nicht riskieren. Das hatte meines Wissens auch Cups so gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war halt auch eine Begründung, die in meinen Augen legitim war. Ich weiß, einige haben es nicht hingenommen, weil sie gesagt haben, oh mein Gott, das würden so viele Leute kaufen. Nein, würden es nicht. Das ist, Vagabond ist für mich so ein bisschen gefühlt zumindest eine sehr laute Szene, die danach schreien, aber ob es am Ende wirklich gekauft werden würde, wäre das andere. Wie gesagt, die Begründung fand ich legitim, aber halt jetzt dann so aufspringen zu sagen, ey ja, also wenn hätten wir am liebsten ja alles direkt gemacht, also darum sind wir jetzt raus. Sorry, nein. Sorry, einfach nur nein. Zumal man auch sagen muss, je nach Verlag passiert es auch, dass andere Verlage davon erfahren eben, weil der japanische Verlag sich Gegenangebote noch gerne einholt. Nicht immer. Deswegen, ich halte es auch nicht für glaubhaft, dass Altrevers gar nicht mitbekommen hat, dass da Slam Dunk dran lizenziert wird. Also, ja, das hatte für mich einen sehr, sehr Fadenbeigeschmack. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass sie es, glaube ich, auch im Livestream gesagt haben. Ich habe nicht ganz zu Ende geguckt, aber das wollte ich auch nur noch mal kurz erwähnt haben. Ich sage mal so, wenn sie jetzt Vagabond oder Slam Dunk gebracht hätten, dann wären natürlich komplett anderen Lizenzen. Ich sage, ja, scheiß drauf, wir kriegen dafür einen hammergeilen Titel. Aber es gibt keinen einen hammergeilen Titel, wo wirklich ein Risiko dran ist. Selbst bei jetzt dem Super Sentai Manga, Ranger, Go Go Loser Ranger, würde man eher im ersten Moment auch sagen, okay, Super Sentai, ja, das läuft ja nicht so gut, das kann, ne, das ist ein Risiko. Nein, es ist von Neji Haruba, das Ding bekommt ein Anime, auch das ist sicher.
dass das sich zumindest einigermaßen verkaufen wird. Hingegen hast du halt dann andere Verlage, die richtig viele Risiken eingehen. Selbst ein Crunchyroll zum Beispiel, so sehr ich diesen Verlag bzw. dieses Unternehmen auch verteufele, sie haben gute Lizenzen, wo ich auch mich jedes Mal aufs Neue bei den Lizenzen in die Hand, in die Faust beiße, weil ich mir denke, warum ist das bei denen gelandet? Aber sie haben wirklich ein gutes Programm, sogar ein sehr gutes Programm. Panini baut immer weiter aus. Thomas, okay, die letzten Ankündigungen waren da auch wieder etwas, naja, aber Hayabusa baut aus. Carlsen war im letzten Programm wieder deutlich mutiger. Und das ist halt die Sache, wir brauchen Verlage, die mutig sind. Selbst ein Tokyo Pop ist bei weitem interessanter inzwischen als Ultraverse. Das finde ich traurig. Denn Ultraverse war einst ein hammergeiler Verlag mit hammergeilen Lizenzen, die jedoch irgendwie ihr Mojo verloren haben und einfach gefühlt nur noch sicher gehen wollen. Das macht mich traurig. Deswegen meine Bitte an Ultraverse. Bitte, bitte, bitte. Kehrt zu euren Wurzeln zurück. Geht auch mal Risiken ein. Probiert euch auch mal an Genre, wo ihr vielleicht denkt, oh, ob das läuft, weiß ich ja nicht. Denn sonst sehe ich für den Ultraverse Verlag langfristig, ich meine, er wird sich langfristig halten können, aber ich glaube, irgendwann würde der Wachstum des Verlages dann stagnieren. Dass sie für immer dann darin gefangen werden, in diesem auf Nummer sicher gehen. Ich habe nichts dagegen, wenn man mal Titel bringt, wo man denkt, da merkt man doch sehr das Geld hinter. Aber wenn man es eben ausgleicht. Egmont bringt uns jetzt A-Shield 21, Hayabusa bringt uns, wie gesagt, Slam Dunk. Manga Cool bringt uns GTO und Yu Yu Hakusho. Man merkt wirklich einen so schönen Wechsel im Programm, dass wir endlich, würde ich sogar so weit gehen, rein von den Lizenzen her, wir schon fast den englischen Raum ausstechen können. Ich weiß, das Video ist jetzt wieder ellenlang. Ich bin einfach traurig über den derzeitigen Zustand des Ultraverse Verlags. Weiß nicht. Kein einzigen Titel zu haben, auf den ich mich richtig vorfreue bei einem Verlag, ist einfach nur deprimierend. Aber ja, nun möchte ich von euch wissen, was haltet ihr vom Programm? Gerne unten in die Kommentare. Teilt ihr meine Enttäuschung und denkt euch so, also ich weiß beim Essen, wenn ich was du hast. Das sind doch geile Sachen, weil wenn ihr das findet, vollkommen legitim, keine Frage. Und ja, danke fürs Zuhören. Ciao.